Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Wie starte ich meinen Router oder meine Easybox mit nur einer Maustaste oder einem Klick? Ihr kennt sicherlich das Add-on oder einige von euch, das nennt sich Foxbox. Das kann man für das Firefox nutzen. Dort kann man mit einem Klick oder einem Rechtsklick den Router ruckzuck neu starten und hat sofort eine neue IP-Adresse. Um das Ganze aber mit der Easybox machen zu können, es gibt kein Add-on für Firefox oder ähnlichem. Es gibt aber eine andere Option und die möchte ich euch hier einfach mal zeigen. Und zwar müsst ihr dazu auf diese Website hier gehen. Ich werde diese auch unten in der Beschreibung verlinken. Und ladet euch dann von hier dieses kleine Programm Curl in der Version 7.19.5 runter. Ich kann nicht garantieren, dass die ganzen Dinge halt hier online sind oder auch funktionieren. Deshalb müsst ihr da eventuell auch einfach mal probieren. Ich nehme jetzt einfach mal hier, was ist ich, von Erfurt. Er funktioniert und lad den runter. Er speichert mir den ab und legt den mir, ich zeige euch das, hier rein. So, und das Ganze tue ich jetzt hier entpacken und habe hier den Ordner. Den schneide ich mir eben aus und lege den mir auf den Desktop. So, das können wir schließen. Und die Seite, wie gesagt, die ist in der Beschreibung drinne. Was passiert nun? Ja, ihr geht hier rein und habt hier diesen Ordner Curl. In diesem Ordner drinne macht ihr einen Rechtsklick und erstellt einfach eine neue Datei, neues Dokument von mir aus und nennt diese von mir aus jetzt Test oder nennen wir sie Start. .bat. Zur Erklärung, Endungen mit .exe, so wie die hier, oder .bat sind Startdateien. Die werden ausgeführt, wenn man darauf einen Doppelklick macht. In dem Moment macht ihr jetzt hier erstmal ein End da. Oh, jetzt habe ich mich vertan. War klar. Das ist typisch der Vorführeffekt. So, .bat. Ach, das TXT muss wieder weg. So, und jetzt fragt er mich, wenn Sie die Dateinamenserweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar. Ja, bla bla bla. Einfach ja machen. Ist okay. Jetzt ändert sich diese ganze Datei in sowas um. Ich habe auf dieser Seite bereits eine Datei vorgefertigt. Diesen Text, der hier steht, müsst ihr euch kopieren und sozusagen, ich schließe das jetzt wieder. Hier mit Rechtsklick und Bearbeiten reinkopieren und hier, wo eure X sind, da muss der Benutzername, den ihr bei eurem Router nutzt, eingeben. Was weiß ich, zum Beispiel User 1 und dann kommt hier euer Passwort hin, wo die anderen X sind. Von mir aus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das tut ihr einfach speichern. Und jetzt zeige ich euch Folgendes. Ich habe mir hier, das ist meine Startdatei, die habe ich euch nicht gezeigt, weil da logischerweise mein Passwort und mein Username ist. Ich denke mal, das ist verständlich. Wenn ihr diese Datei ausführt, wird euer Router automatisch neu gestartet. Um das natürlich zu beweisen, dass ihr nie denkt hier, ja, der labert hier irgendeinen Blödsinn, gehe ich hier auf wie ist meine IP.de. Und aktuell, ich zeige euch die jetzt halt gerade, na gut, ihr seht hier auch einiges, ist das meine IP. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick auf die Startdatei ausführe, passiert gar nichts. Warum nicht? Muss ich die etwa hier einfügen? Ja. So, okay. Also die Datei muss in dem Ordner drinne sein. Also ihr habt in dem Moment, startet ihr ja diese Datei, dann klappt das auch. Sondern führt das Programm automatisch das ja alles durch. Müsst da ganz kurz warten. Jetzt ist er fertig. Wenn ich jetzt hier Seite neu lade, merkt euch die IP. Zack, habt ihr eine andere. Also jedes Mal, wenn ihr jetzt diese Datei startet, in dem Fall meine mit dem Passwort, was ihr ja hinterlegt habt, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Kriegt
kriegt ihr jedes Mal eine neue IP. Ihr müsst halt kurz einen Augenblick warten. Warten. Und warten, genau. So, ihr könnt sie wieder euch anschauen. Und neu laden. Und wieder eine andere. So einfach ist das. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann in einem anderen Tutorial wieder. Oder wie auch immer. Also dann, macht's gut. Tschüss.